und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir probieren. Heute mit den Getränken der Firma Revolution Drinks zu finden. Hier, die haben uns das gespendet. Vielen Dank dafür. Eigentlich gehört auch noch, muss ich dazu sagen, eigentlich gehört auch noch Wildfire mit dazu. Hatten wir ja auch schon mal gesondert in einer Folge. Deswegen jetzt nur die drei. Was auch noch von denen ist, ist Kalaschnikow Energy Drink. Das ist alles so leicht russisch angehaucht. Haben wir aber Ostblock angehaucht oder so. Mhm. Haben wir jetzt auch nicht dabei, also war nicht im Paket mit enthalten, wird aber wahrscheinlich eh bloß ein Red Bull Blond gewesen sein. Glaube ich, kann man nicht sagen, wir äußern uns dazu insofern mal nicht. Fangen wir an mit dem Bier. Also von den Namen her einfach mal geil. Roter Oktoberbier. In der ähnlichen Astra-Flasche. Ja, ist eine Astra-Flasche. Kennt man sie auch. Ist rot, ein Stern, Ehrenkranz. Ansonsten Bier. Erinnert an das Dingens von der DDR. Flagge heißt das Ding, dankeschön. Flagge heißt das Ding, ja. Ja. Und Oberkronkorken auch mal ROB. Rob. Robotic Operating Body. Na, kriegst du hin, den Kühlkörper zu öffnen? Ja, das geht schon. Ich versuche nur, dass es nicht spritzt. Ist egal. Spritzt mich voll, Baby. Yeah, geht doch. Ja, das wollte ich eben verhindern, aber ist ja gut. Ist egal. Noch. Das ist, ja, wer jetzt gedacht, Bier? Ja, es ist Bier. Also. Was? Ja, aber nein, ich versuche gerade. Es ist mehr Hopfengeruch, also es ist wenig malzig, also es ist schon mehr starkes Hopfenaroma, aber es ist insgesamt nicht intensiv, würde ich jetzt sagen. Es ist zwar Biergeruch da, mehr Hopfen, aber insgesamt eher ein schwächeres Bier, hätte ich jetzt gesagt. Vom Geruch her. Wir machen ja normalerweise, wenn ich dich noch unterbrechen darf, bevor du was sagst, wir machen ja normalerweise kein Bier oder keine alkoholischen Getränke. Wir haben uns aber für den Spaß das dann doch gegönnt, weil es einfach so albern ist. Vom Namen her einfach und haben wir gesagt, das ist passt genau in unsere Sparte. Ein Starkbier, also das ist 4,9 Volumenprozent. Das ist doch kein Starkbier. Mhm. Stärkeres. Ach so. Ich meine jetzt nicht Starkbier per se, sondern ein stärkeres Bier. Ja, normal halt. Das ist ja auch, das ist ja wahrscheinlich deutsches Bier, ne? Also deutsches Reinheitsgebot. Ja, absolut. Cerveza steht auch drauf. Ja. Lauwarme Cervisia. Aber das ist süffig. Gutes Bier. Geht. Kann man trinken. Soll ich jetzt nochmal erwähnen, dass ich kein Biertrinker bin? Oder wissen Sie das? Ich muss nochmal am Rande. Ich glaube, Sie haben es noch nicht gemerkt. Ich bin kein Biertrinker. Aber psst. Top 6 Psst. Ich finde es geschmacklich, wie ich vom Geruch her, finde ich es auch nicht stark. Also der Biergeschmack ist da, aber es ist vor allem, es hat nicht dieses typisch Bittere. Also der Hopfen ist im Abgang nicht so extrem, dieses Bierbittere. Was also im Gegensatz zum Geruch finde ich es vom Geschmack her extrem malzig. Ganz entgegen dem Geruch. Ja. Und das mag ich auch. Also wenn Bier, mag ich eher so das Malzigere. Ja, das sagt ihr. Wenig bitter im Abgang, also wenig Hopfen. Also es ist, finde ich, jetzt ein sehr angenehmes, süffiges Bier, wo man problemlos in der gemütlichen Runde vor der Bar 2-3 ziehen kann. Das geht ganz gut. Ja, also es ist... Aber es ist auch nicht irgendwas fancy special. Nee. Es ist ein durchschnittlich gutes Bier. Ganz gewöhnliches Bier, also gewöhnlich in dem Sinne, dass man jetzt nicht unbedingt sagen muss, oh ja, das muss jeder mal probiert haben. Wenn ihr da, sagen wir mal, wenn es das bei euch gibt, könnt ihr das euch holen. Ansonsten habt ihr, glaube ich, nichts verpasst. Also außerhalb für den Gag. Genau. Das nächste, was wir hatten aus der Reihe, OBC, ist der Original Berliner Cidre. Oder Cider, was auch immer. Geschrieben, aber hier in dem Fall Cidre. Ja, interessant finde ich die Zusammensetzung. 100% Apfel- oder Zuckerzusatz. Die gesamten Zutaten, ab jetzt, das ist alles, was in Zutaten drin ist, ist Apfelcidre, Kohlensäure, Antioxidationsmittel E220 und enthält Sulfite. Das war's. Nochmal bitte. Nochmal. Apfelcidre, Kohlensäure, ein Antioxidationsmittel E220 und enthält Sulfite. Und die Antioxidanz und die Sulfite sind nur Stabilisator, dass sie es länger hält. Ja, genau. Und das ist absolut rein. Also da ist kaum noch großartig was reingepanscht. Gut, aber jetzt ist natürlich die Frage, was ist Apfelcidre? Ja? Weil das Apfelcidre ist ja auch nochmal was anderes. Jetzt probiere ich mal, ob ich das auch so aufkriege. Ich denke, so geht es mir einfacher. Ja. Also zumindest kriegt man es. Angehebelt. Die neuesten Biermethoden. Das geht schief. Na, war ein Versuch wert. Das hat mich halt interessiert. Ich bin fasziniert. Also sagen wir so. Einmal rundherum aufprobieren, wie so eine Konservendose.
die Dinger, die sind... Die Lamellen sind ein Tick zu kurz. Nee, zu, ja genau, also die müssten weiter auseinander sein, dann ging es genau. Ja, finde ich jetzt im Vergleich zu dem Design, finde ich das jetzt sogar fast ein bisschen langweilig. Es ist halt das es ist hier das Brandenburger Tor mit einem Apfel oben drauf. Ja, also schwarz-weiß, komplett schwarz-weiß. Ja, aber da ist... Also ich bin Typ, das steht auf schwarz-weiß, auch zum Beispiel... Ja, ich habe es verstanden. Kennt, Renaissance. Bah! Nein. den Film Renaissance, wer das kennt, also finde ich ganz cool. Und dementsprechend gefällt mir das auch beim Design von Gegenständen oder Design von Flaschen. Ja, wer Hoch. Nicht weiß, was Apfelsidre ist oder generell Sidre... Oder Cider. Oder Cider. Alles, also es ist... Eine Art, also Apfelmuscht. Nein, eben nicht. Ganz, aber es ist eine Art Apfelsekt. Echt? Ja, weil es ja es ist. Es ist nur ein bisschen feiner wie ein Apfelmuscht. Aber nein, Most ist ganz eklig. Finde ich wirklich. Most finde ich ganz eklig. Und Cidre ist gesüßt. In dem Farbe nicht. Ja. Aber per se ist süßlicher. Hat weniger, zumindest also meistens weniger Alkohol als ein Most. Und ist eben, hat Kohlensäure drin, also ist perlig und deswegen eher sektartig. Wie gesagt, ich versuch's ja jemandem zu... Du. Ja, passt. Ich versuch's ja jemandem zu beschreiben, der per se Cidre nicht kennt. Ja. Es riecht halt wie ein Cidre. Also man kann es kaum anders beschreiben. Man riecht Alkohol. So dumm das auch klingt, aber es riecht wie ein alkoholischer Apfel. Aber es riecht eben nicht nach Most, weil Most riecht... Most riecht eben wesentlich, also wie du gerade gesagt hast, also da riechst du mehr, dass es gerade gärt. Ja, die Gärstoffe, das merkst du hier nicht. Also auch, aber eben nicht so stark. Nicht so stark. Man könnte allgemein sagen, ein Most ist einfach herber und ist fast, also ich will jetzt nicht sagen, dass es das gleiche ist, aber es geht in Richtung wie ein Bier. Ne? Das ist so, wie du vergleichst ein Malzgetränk oder ein Bier. Ist ähnlich. Also so Most ist halt einfach Apfelsaft. Also Apfel stehen lassen und dann stehen. Ja, das ist trifft es eigentlich relativ gut. Also es erinnert so ein bisschen an Sekt. Es ist ein Apfelsekt im Grunde genommen. Ja, also es ist ein Apfelsaft mit einem leichten Alkohol, einer leichten Süße und einem leichten Prickel. Ja. Also sagen wir so, ich kenne auch Apfelsidre, die haben wesentlich mehr Kohlensäure drin. Also die gehen fast schon mehr in dieses Sektartige. Ich kenne voll ins Blubberwasser dann noch. So Prosecco-mäßig, so in die Richtung dann fast. Wobei man sieht es ja auch, also es schäumt schon extrem, aber es hält sich noch im Rahmen. Also für mich, was wenn man jetzt wieder zurückkommt zwischen Cider und Cider, oder Cidre und Cider, im Normalfall ist für mich Cidre ein bisschen süßlicher als der englische Cider. Mhm. Von dem her würde ich aber auch sagen, ist der zu indifferent. Also gibt es andere, die schmecken ganz genau gleich. Also ähnlich wie das Rote Oktober Bier ist auch der Cider oder Cidre zu indifferent und schwimmt in der Masse mit. Also nichts Besonderes. Ja, also er ist nicht schlecht. Ganz. Er ist nicht schlecht, aber er ist nichts Besonderes im Vergleich zu anderen Produkten in der Richtung. Ja. Was haben wir noch? Wostok. Wostok Tannenwald. Ja, das ist so ein Produkt, so... Das steht im Laden, das ist... Hä? Tannenwald? Das nehme ich mit. Ja, und es ist auch vom Design her sehr ansprechend oder angenehm. Und so eigentlich nicht wiederzufinden in der Form. Nee, gar nicht. Null. Gar nicht. Also es sieht sehr nach... Ein bisschen an diese alten Wahlplakate und sowas. Ja, genau. Es sieht sehr alt aus. Es sieht aus, wie wenn dann... Das hat einer 50 Jahre irgendwo hinten im Edeka-Regal stehen lassen. Genau, das wurde vor 30, 40, 50 Jahren wurde das irgendwo vergessen. Und das hat jetzt jemand aus dem Keller rausgeholt. Habe ich noch, stelle ich bei eBay rein. Guck mal, das war mal farblos. genau so sieht das aus. Sieht aber... Ja, es ist eine relativ braune, bräunliche. Es könnte ein 8 bis und noch älterer Rum sein, so die Farbe ungefähr. Fällt mir jetzt erst auf. Guck mal, das ist ein ultra weich. Das ist weiches Material. Kein Wunder, kriege ich die Dinger damit nicht perfekt auf. Wer gibt zuerst nach? Die Flasche oder der Öffner? Der Öffner. Diesmal, ganz ehrlich, also das ist ultra weich. Faszinierend. Ja gut, zurück zum Getränk. Zurück zum Getränk. Tannenwald, vor allem... Schmeckt wie... Leerzeichen, Punkt, Punkt, Punkt. Leerzeichen. Tannenwald. Kau ich jetzt auf Tannenzapfen rum? Schmeckt das jetzt harzig? Auch die Adresse dazu. Wie Tannenwald.de. Okay. Was haben wir denn?
Hä? Ganz kurz zusammengefasst. Hä? Es ist nicht genau so Kiefer oder sowas. Nee, aber es ist sowas. Wald. Ja, es riecht nach Wald. So irgendwas zwischen erdig, blumig. Erdig, kräuterig, harzig. Ja, harzig ist gut. So Tannenkieferharz vor allem, denke ich gerade. An Kieferharz. Also wenn ich an so einem Zapfen rieche, das kommt ziemlich gut hin. Ja, oder immer Harz. Ja, ist ja Harz mit drin. Und auch geschmacklich hochinteressant. Da muss ich nochmal. Scheiße, das ist geil. Okay, also was haben wir? Wir haben hier was Kräuteriges. Also ganz klar, wir haben was Kräuteriges. Es geht für mich. Springt aber noch ein bisschen Spezi mit. Sowas. Echt? Also für mich geht es prinzipiell, also die generelle Richtung, in die es generelle geht, ist Richtung. So ein bisschen Lidmate. Also mit diesem Kräuterigen, so ein bisschen teemäßig. Dann ist drin. Irgendwie sowas fast wie ein bisschen wie so ein Almdudler, nur nicht so krass kräuterig. Genau, das ist drin. Hätte ich jetzt auch gesagt. Dann habe ich eben dieses leichte Orangen, Cola, Limo, Spezigartige, eben so ein bisschen, ist nicht viel, aber kommt auch mit. Ja, und am Ende habe ich wieder so einen Schwarztee. Aber das war, meinte ich auch deswegen in die Richtung ein bisschen Lidmate. Weil am Ende hast du so einen leichten Bitter, das leicht Trockenes, was wir eben als wachsig beschreiben. Ja. Von der Mate her, hier ist es in dem Fall der Schwarztee, also generell Tee halt. Heißt es hochinteressant, aber auch hochgeil. Scheiße erfrischend. Supergeil. Das ist echt sowas, was einen echt umhaut, sowas, wo man auch nicht mit rechnet. Mhm. Klar, es sieht geil aus, aber es ist so, es ist orange-braun, es ist vielleicht ein Spezi, keine Ahnung. Mhm. Also geschmacklich, es ist jetzt geschmacklich nicht Tannenwald, es ist zwar... Nein, geschmacklich gar nicht, hat mit dem nicht viel zu tun. Aber wie schmeckt Tannenwald? Ich beiße nicht in den Baum rein oder mümmel am Gras rum. Also. Naja, aber vom Geruch her und von dem ist schon nicht schlecht. Ist also wenn man es jetzt mal vergleicht, das hier, das war zwar alles gut, aber halt so... Nothing special. Nothing special, genau. Und das da ist aber... Und das da... Großartiges Zeug, also... Puh, das flasht. Das ist echt gut. Das ist so ein... den einzigen Effekt, den wir bisher so hatten, war bei der Gletscher Cola. Richtig. Also das gleiche Ebene vom Flash-Faktor her. Also mit sowas rechnet man nicht. Das ist echt top. Sehr gutes Zeug. Da kann ich mir aber auch nicht vorstellen, sowas geht nicht in PET. Das da genau. Nee, gar nicht. Vergiss nicht. Forget it. Das muss aus Glas. Ja, ich noch das schöne Kräutertee und sowas. Ja, ja, passt. Was ich, gut, dass du es gerade erwähnst, was bei den Damen und Herren von Revolution Drinks auch so toll ist, die haben relativ interessante Werbekampagnen. Zum Beispiel zum roten Oktoberbier. Gibt es zum Beispiel Postkarten und alles Mögliche, wo drauf steht, heute schon genossen. Heute schon genossen. Get it? Ja. Ich wollte mal noch lesen, was zum Mosto drin ist. Frisch gepresste Tanne. Frisch gepresste Tanne. Zisch, die Brause ist auf und du denkst, du stehst im Wald, im Tannenwald. Wostok-Limonade ist das erste Erfrischungsgetränk mit dem Aroma von Tannen. Tigerwurzel, Fichtennadelöl, Eukalyptus, ein Hauch Kardamom. Kardamom ist das, was dich an den Tee erinnert. Das ist auch im Schwarztee mit drin. Kardamom. Aber steht auch drauf, Schwarztee. Ja, okay. Geben der goldbraunen Kräuterbrause ihren unverwechselbaren Geschmack. Würzig, fichtig, frisch. Und das trifft ziemlich gut. Würzig, fichtig, frisch finde ich nicht schlecht. Und das ganz ohne künstliche Farb- und Konservierungsstoffe. Also er wollte hier Fichten anpflanzen. Kranke Irre. Das, was man noch gesehen hat, wäre noch der Kalaschnikow, den wir jetzt leider nicht da haben. Und heute schon genossen, hier steht es auch nochmal dick drauf. Herrlich mild, ja genau, mildes Bier, wer jetzt gedacht. Aber interessant ist, dass das jetzt das OCB ist, jetzt glaube ich nicht das OCB, OBC. OBC, OCB sind die Papes. Ja. Ja, auf jeden Fall das Zeug holen, probieren, tolles Zeug. Vielen Dank nochmal, dass ihr uns das zugeschickt habt, das war echt ein großes Paket. Thanks. Wenn ihr mal was Neues bekommt oder wenn ihr noch Lust habt, uns den Kalaschnikow nachzuschicken, den würden wir auch lieben gerne noch probieren. Bitte auch mit dem dementsprechenden... Ja, der Equipment wie bisher auch. Nee, mit dem Wodka dazu, in der Kalaschnikow. Achso, der großen Kalaschnikow, ja, die kriegst du ganz günstig für 500 Klöten oder sowas. Ja, tolles Zeug, wie gesagt, die zu indifferent, die auf jeden Fall kaufen. Klare Kaufempfehlung und wir sagen Adios! Na zdrowie! Na zdrowie, genossen!